wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat, die sieht man ordentlich, die Luftblasen durchfließen und das Ganze hier ist am Überlaufen. Also hier sollte man jetzt aufpassen, wenn man den Deckel aufmacht. Willkommen auf dem YouTube-Channel von ATP Autoteile. Heute geht es mal um ein Diagnosevideo. Ford Fiesta MK6, Baujahr 2003, glaube ich, oder 2. 1,4 Liter Maschine. Kundenbeanstandung ist, Fahrzeug verliert enorm Kühlmittel. Da denkt man sich erstmal, okay, der Kühlmittelverlust ist auf jeden Fall nach außen, also nicht nach innen. Dann denkt man sich erstmal, okay, wird hier wahrscheinlich nichts Wildes sein. Dementsprechend werden wir aber gleich hier ein Diagnosevideo durchführen, beziehungsweise eine Diagnose selber durchführen. Und dann werdet ihr schauen, was hauptsächlich das Problem ist. Symptome für einen Kühlmittelverlust, denke ich mal, ist jedem bewusst, wenn es unterm Fahrzeug anfängt zu tropfen und der Kühlmittelstand hier im Behälter immer sinkt und sinkt und sinkt, dann weiß man, okay, man hat einen Kühlmittelverlust. Dementsprechend kann man aber hier erkennen, dass wir hier rundherum Spuren haben, sprich, das Kühlmittel hier wird aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt. Und das ist meistens immer ein sehr schlechtes Zeichen. Es könnte natürlich sein, dass der Motor kocht. Nicht jetzt aufgrund einer defekten Kopfdichtung. Das Thermostat könnte ja eventuell gegebenenfalls defekt sein und der Motor, der große Kühlkreislauf, sprich, wenn der Motor seine 90 Grad hat, das Wasser zirkuliert ja in der Regel im kalten Zustand ja nur hier um den Zylinderkopf und zum Wärmetauscher und sobald dann das Thermostat seine Temperatur erreicht, öffnet dieses Dehnungselement das Thermostat und dann geht das hier, das Kühlmittel einmal hier raus, geht hier vorne zum großen Kühler und wieder hinein zum Motor. So hat man dann einen großen Kühlkreislauf geöffnet und der Fahrtwind kühlt dann hier einmal den Motor bzw. das Kühlmittel im Kühler herunter und somit hält der Motor seine 90 Grad Temperatur. Ist das Thermostat defekt? Zirkuliert das hier die ganze Zeit, bis es über 90 Grad heiß wird und dann fängt das Ganze an zu kochen und dann wird jeweils über das Überdruckventil, wir haben ja ein Unter- und ein Überdruckventil, fängt an, der Überdruck da rauszuschießen, beziehungsweise ja, überzulaufen. Hätten wir so ein Ventil nicht, würde das Kühlsystem platzen. Deswegen hat man halt in dem Ventil, in dem Ausgleichsbehälterdeckel meistens immer ein Unterdruck- und Überdruckventil. Hier in dem, speziell in dem Fall ist es aber so, der Motor wird nicht heiß, aber der Ausgleichsbehälter blubbert extrem. Das sind Symptome für eine höchstwahrscheinlich defekte Kopfdichtung, denn Abgasdruck wird ins Kühlsystem gedrückt und das Ganze wird dann hier wieder herausgelassen, die Abgase. Hierfür werden wir einen speziellen Test durchführen. Wir haben hier so einen Zylinderkopfdichtungstest. Das ist ein spezielles Mittel. Das wird dann jeweils hier an den Ausgleichsbehälter angebracht. Ne? Einfach aufgesteckt. Der untere Kanal hier, der Rundbogen, hier wird mit Flüssigkeit gefüllt. Und dann jeweils hier wird dann einmal die Reaktionsflüssigkeit eingefüllt und diese reagiert dann mit einem gewissen Abgasstoff, was dazu führt, dass sich das Mittel dann verfärbt. Verfärbt sich das Mittel, das ist eigentlich so ein Blau, verfärbt sich das in so eine Richtung Grün-Gelb oder in Gelb, haben wir ein Anzeichen oder eine Bestätigung, dass Abgase sich im Kühlsystem befinden. Somit haben wir dann höchstwahrscheinlich eine defekte Zylinderkopfdichtung beim Benziner. Beim Diesel könnte es sogar ein AGR-Kühler sein oder sonstiges. Mittlerweile gibt es ja heutzutage alles Wassergekühlte im Motor verbaut, aber beim Oldschool-Fahrzeug wie bei dem alten Ford hier wird es 100% meistens eine Kopfdichtung sein oder gegebenenfalls Riss im Block, Kopf auch Möglichkeit, aber das sind Extremfälle. Regel Nummer 1, Ausgleichsbehälter immer nur im kalten Zustand öffnen, damit hier nicht gegebenenfalls anfängt hier der Deckel wegzuschießen und das Kühlmittel hier rauszuspritzen im heißen Zustand, da sonst Verbrühungsgefahr besteht. Nehmen uns hier unseren Adapter und das Röhrchen, unsere Reaktionsflüssigkeit, das Ganze reagiert auf CO2 und füllen das dann hier jeweils ein. Das war schon ein Ticken zu viel, aber ist okay so. Und nun starten wir einmal den Motor und beobachten dann mal, wie viel Luftbläschen hier überhaupt durch das Mittel hier durchkommen und ob sich das Mittel verfärbt. Fahrzeug einmal starten. Ja,
Das dauert jetzt ein paar Minuten, denn der Motor muss erstmal heiß werden. Man sollte es, wie gesagt, im kalten Zustand erst machen, einfüllen und den Motor dann auf Betriebstemperatur im Leerlauf bringen. Und dann werden wir sehen, wie extrem das hier dann arbeiten wird. Hier können wir schön beobachten, wie es blubbert. Und das Mittel hat sich jetzt von blau in gelb einmal oder grün-gelb umgewandelt. Je heißer der Motor wird, desto gelber wird das Mittel hier. Also fängt sich der Kopf von den Dichtungen an zu dehnen. Und dementsprechend haben wir dann einen Zylinderkopfdichtungsschaden. Nun gibt es halt verschiedene Zylinderkopfdichtungsschäden. Einmal Wasser, Kühlmittel kann mit Öl gemischt werden. Es kann nur Öl verbrannt werden. Es kann auch nur Kühlmittel verbrannt werden. Oder andersherum, in dem Fall wie hier, haben wir halt Abgasdruck, sprich Abgase im Kühlsystem. Da wird wahrscheinlich irgendwo die Kopfdichtung so defekt sein, irgendwo in der Nähe vom Brennraum, dass wenn dann Kompression entsteht, wird die Kompression ins Kühlsystem gedrückt und das Ganze wird dann hier aus dem Ausgangsbehälter wieder rausgedrückt. Und dementsprechend, wenn das Fahrzeug läuft, kann kein Kühlmittel in den Brennraum gelangen, sondern einfach die Abgase werden über die hohe Kompression vom Motor ins Kühlsystem gedrückt und dementsprechend wird das Kühlsystem dann rausgedrückt, so gesehen, und dadurch kommt es zum Kühlmittelverlust. So schaut das Ganze aus, wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat. Hier sieht man ordentlich die Luftblasen durchfließen und das Ganze hier ist am Überlaufen. Also hier sollte man jetzt aufpassen, wenn man den Deckel aufmacht, ne, wie das hier rausspritzt, und das ist sehr, sehr heiß und man kann sich wirklich richtig die Hände dazu verbrennen. Und dementsprechend haben wir dann hier unten einen extremen Wasserverlust. Hier ist mal als Beispiel eine neue Zylinderkopfdichtung. Und meistens, wenn dann halt jeweils Druck ins Kühlsystem gelangt, ist es meistens hier zu verschulden. Denn hier ist der Brennraum jeweils von jedem Kolben. Und dann, wenn die Dichtung hier dann anfängt undicht zu werden, das wären beispielsweise Kühlkanäle fürs Kühlsystem. Und dort drüber drückt sich dann wahrscheinlich der Abgasdruck hier in so einen Kanal hinein und drückt dann halt oder baut dann jeweils Druck im Ausgangsbehälter auf und führt aber auch dazu, dass das Kühlsystem heiß wird. Denn die Abgase sind ja sehr, sehr heiß und die werden ja dann ins Kühlsystem gedrückt und das Wasser nimmt die Wärme auf und dementsprechend fängt dann an, so theoretisch so Motor an zu kochen. Das war eine kurze Diagnose zum Ford Fiesta 1.4. Wir werden dazu noch ein Reparaturvideo raushauen. Dementsprechend abonniert den Channel. Folgt uns auf Instagram, Facebook und wir machen dann gleich einmal oder fangen gleich mit der Reparatur an, werden das Ganze abfilmen und dazu kommt natürlich Teil 2, wie wir dann einmal Zylinderkopfdichtung an diesem Ford Fiesta ersetzen. Bis zum nächsten Mal, euer Team von ATP Autoteile.